Hallo, ich war bei C&A. Stört euch nicht an dem Hintergrund. Ich habe dieses Video schon einmal abgedreht. Doch irgendwie war dieses Licht katastrophal. Ja, wir waren bei C&A heute. Bei uns haben ja jetzt alle Geschäfte wieder offen. Es tut mir leid, wenn ich wacke. Ich stöße mich hier am Tisch ab. Alle Geschäfte wieder offen. C&A natürlich auch. Und beim Action waren wir auch. Und bei Woolworths und bei Deichmann. Action mache ich aber separat und Woolworths auch, weil sonst würde das echt zu lange dauern. Ich mache euch jetzt nur C&A, Deichmann, also Woolworths, da habe ich zwei Hosen gekauft, die schmeiße ich auch hier mit rein. Es gibt auf bereits reduzierte Ware nochmal 75% und ich habe einen Bruchteil bezahlt von dem, was ich eigentlich hätte bezahlen müssen. Also, es ist, ich an der Kasse, ich habe, glaube ich, 82 € für alles bezahlt. Also, wir hatten noch so ein Schokoladendings für 5 €. Da war aber ein 5-Euro-Gutschein drin plus 15% auf dem Online-Einkauf. Das heißt, eigentlich, ja, hat man nichts für die Schokolade bezahlt. Deswegen ziehe ich das jetzt mal ab. Habe ich 82 € für alles bezahlt, was ich euch jetzt zeige. Mein Sohn an der Kasse, boah, ist das viel Geld. Ich so, Schatz, das ist nichts. Das ist gar nichts. Wir hatten drei volle Tüten und ich zeige euch jetzt, was das gekostet hat. Ich schreibe mir das nebenbei auf, wie viel das regulär gekostet hätte. Und dann sage ich euch, also wisst ihr ja schon, ich habe 82 € dafür bezahlt, was ich regulär bezahlt hätte. Hätten müssen. So, wir fangen an mit einer. Ja, also es ist so viel, hier fällt alles schon runter. Ist wirklich unglaublich viel. Mit einer Skihose. Ich kann euch das jetzt alles nicht so richtig zeigen, aber ist halt so eine Skihose. Also bei uns ist es eine Matschhose, weil wir haben ja keinen Schnee. Dieses Jahr hatten wir einmal Schnee, das ist wunderschön gewesen. Aber ich glaube nicht, dass wir nächsten Winter auch wieder Schnee bekommen. Ist auch egal, diese Hose hätte 40 € gekostet und ich habe nur. Moment, ich schreibe mir das einmal auf. Ich habe nur 4,50 € bezahlt für eine Matschhose. Ja, das ist echt unglaublich. Die ist richtig dick. Es ist auch eine Skihose eigentlich. Und ich hoffe, dass die vom Umfang meinem Sohn passt. Aber ich denke mal. Also ich hoffe. Ansonsten setze ich ihn auf Diät. Denn auch Corona hat bei ihm zugeschlagen. Ja, wenn die Kinder keinen Sport mehr machen dürfen, Schule kein Sport mehr, dann hatte er noch Kickboxen gemacht, fällt natürlich auch flach, weil er darf nicht mehr. Ja, und dann nimmt man zu. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kriegen wir auch alles wieder in Normalgewicht. So, dann haben wir, fällt einfach alles runter. So, dann habe ich einen Hausanzug gekauft. Ich schreibe mir das einmal kurz auf. Das ist wahrscheinlich total nervig für euch. 2,50 € für einen Hausanzug. Der ist jetzt nicht super schön, aber mein Sohn mag Hausanzüge und sein Alter, der ist schon viel zu klein. Das ist jetzt 152, also da hat er ein paar Jahre was von, hoffe ich. Er hat jetzt 134, 140, so in dem Dreh. Aber es ist ein Hausanzug, ne? Also für 2,50 €, Leute. So, das Einzige, was ich nicht bei C&A gekauft habe, ist diese Jacke hier. Die sieht so aus. Die hat hier so einen Fellkragen. Die habe ich vor Corona, also vor Corona, vor dem Lockdown, habe ich die schon entdeckt. Da gab es, also die war von 70 € reduziert auf 36 oder so. Und da war ich am Überlegen, weil ist ja eigentlich schon richtig viel, was runter ist. 50% oder so. Aber ich habe gesagt, nee, brauchst du nicht. Weil 35 € sind 35 €, ne? Naja, egal. Und ich habe mich die ganze Zeit so geärgert, dass ich sie nicht gekauft habe. Und jetzt war ich heute ja unterwegs mit meinem Großen. Er hat schnell Hausaufgaben gemacht. Bei uns ist Wechselunterricht total nervig, aber. So konnte ich dann mit ihm heute los und shoppen fahren und habe diese Jacke gesehen. Es ist jetzt eine Nummer kleiner. Es ist jetzt 44. Ich hätte gerne 46 gehabt, aber hatten sie nicht. Das war die letzte.
sie passt, alles gut. Aber trotzdem hätte ich eine Nummer größer gerne gehabt. Und sie war jetzt nochmal 50% reduziert. Das heißt, ich habe 17,50 € oder so für diese Jacke bezahlt. Und bin jetzt mega glücklich, dass ich doch noch ein bisschen gespart habe und dass es sie noch gab. Also, ich freue mich richtig. Das zähle ich jetzt nicht hier mit rein, weil ich mir nicht mehr sicher bin, wie viel die gekostet hat. 65 oder 70 € regulär. Deswegen schreibe ich das jetzt, oder soll ich das aufschreiben? Ich schreibe 65 €. Dann haben wir das auch mit drin. So, dann machen wir weiter mit dem Pullover hier. Das ist einfach nur so ein olivgrüner Pullover. Der hat jetzt, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich kann auf dem Zettel einmal ganz kurz gucken. Ich habe hier. Brauche ich hier nur 6,99 € gucken. So viel habe ich nicht. Minus 4,89 € sind 2,10 € habe ich bezahlt. 2,10 €. Komischer Preis, ne? Ja. 2,10 €. Mega cool. Und der hätte vorher 15 € gekostet. Schreiben wir auf. So. Pullover. Dann haben wir noch eine Jacke. Ich habe vorm Lockdown schon Jacken gekauft für die Kinder. Aber ja, es ist so eine richtig dicke Jacke. Und für 4,50 €, ja, da lässt man das einfach nicht hängen, ne? Und C&A war so voll. Wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir reingekommen sind. Dann haben wir noch mal 1,5 Stunden an der Kasse gestanden. Und wenn man so lange erstmal anstehen muss, bis man überhaupt reinkommt, dann nimmt man auch alles, was man kriegen kann. Zumal die Kinderabteilung wirklich fast leer war. Also die haben wirklich nur Kinderklamotten gekauft. Deswegen, man kann gar nicht die Klamotten oder Schuhläden einfach zumachen, monatelang. Das funktioniert nicht, wenn man Kinder hat. Mein Sohn ja auch, der rennt mit Hochwasserhosen rum und mit Pullover, wie bei mir jetzt. Aber das ist normal bei dem Pullover. Das sieht unmöglich aus. Wirklich. Und so muss ich ihn in die Schule schicken. Das ist also, naja. Kinder wachsen, ne? Ja, dann haben wir noch diesen Pullover hier genommen. Und da wir ja auch nicht wissen, wie lange das hier alles auf hat, also wir schätzen ja, dass in 2 Wochen alles wieder zu ist, weil die kommen ja von überall her und nicht nur aus Schleswig-Holstein, ne? Ich meine, wenn Hamburg jetzt aufgemacht hätte, dann wären wir auch alle nach Hamburg gefahren. Das wäre ja eigentlich logisch, weil man braucht ja Sachen. So, der Pullover hat 1,20 € gekostet. Regulär hätte der 7,99 € gekostet. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber für 1,20 €. Dann habe ich eine Hose in so einem dunkelrot. Das ist so eine Stoffhose, also keine Leggings, keine Leggings. Aber eine Stoffhose halt, ne? Und die hat, achso, die ist von Woolworths, Entschuldigung. Die hat 2,99 € gekostet. Die hat vorher 9,99 € gekostet. Nehmen wir alles mit in die Berechnung rein. Machen wir gleich 2,99 €, damit ich mir das merken kann. Und die Jacke war 17,50 €. So. Einmal die Hose. Dann machen wir weiter mit einer Jacke. Die ist so schwer und die ist so dick. Ich habe seit 6 Jahren, 7 Jahren die gleiche Winterjacke. Und ich habe gedacht, ich muss mir jetzt mal eine neue kaufen. Genauso wie die rosane, die habe ich mir jetzt gekauft. Und dann habe ich mir noch diese hier gekauft. Die ist richtig schön. Die ist hier auch, hat hier, aber nur in der Kapuze. Hier ist sie sonst normal hier drinnen, ne? Ja. Die hätte regulär, das wäre glaube ich schon der Einkaufswert gewesen, so fast 60 € hätte die normal gekostet. Und ich habe jetzt nur, weiß ich gar nicht, was habe ich für die Jacke bezahlt? 29, 29, wo bist du? 9 €. Sagt man nicht nein, ne? 9 € mitgenommen. Ja. Dann habe ich noch eine Hose gekauft. Die ist auch von Woolworths. Ja. Die hätte auch 9,99 € gekostet. 9,99 € gleich 2,99 €.
Die hat hier so Reißverschlüsse, so goldene. Ich mag so eine Hosen momentan lieber als eine Jeanshose. Und wenn man denn so eine Bluse oder so hat, sieht das irgendwie schöner aus. Weil die Jeanshosen momentan bei mir so ein bisschen so reinkneifen. Ist dann so, ne? Aber unser Fitnessstudio macht eventuell am 22. wieder auf. Und dann hoffe ich, dass ich dann auch trainieren kann. Weil, wenn ich dann von der Arbeit komme, ab 1.5. fange ich eventuell wieder an zu arbeiten. Ich stehe zwar schon auf dem Plan, aber noch hat der Chef mich nicht angerufen. Dann wird es nämlich schwierig, weil dann kann ich nur nachmittags. Und nachmittags ist immer voll. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Aber den einen Monat, wo ich dann noch nicht arbeite, den muss ich dann voll ausnutzen. Da gehe ich dann auch jeden Tag hin. Zumindest dann Ausdauertraining und Krafttraining. Aber Ausdauer ist dann, ja, weiß ich auch nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Weil Ausdauer habe ich ja dann nachher bei der Arbeit wieder. So, dann habe ich mir eine Hose gekauft, die hätte 15 Euro gekostet und ich habe nur 2,50 € bezahlt. Es ist so eine dunkelblaue, auch so eine Stoffhose. Ist aber keine Leggings, sondern eine Stoffhose halt. Und das gleiche nochmal in Schwarz. Also das ist eine dicke Hose, ne? Da kann man auch nicht durchgucken, gar nichts. Die ist blickdicht und halt eben nochmal in Schwarz gekauft. So. Dann habe ich mir eine Bluse. Wir haben hier 1,5 Stunden an der Kasse gestanden, bis wir da mal dran kamen. Und um uns rum die ganzen reduzierten Sachen. War fast komplett C&A. Nicht alles, aber 90% oder so. Ist alles reduziert. Und ja, ich liebe die Farbe Rot. Und naja. Da musste diese Bluse noch mit. Ich habe sie nicht anprobiert. Ich hoffe einfach mal, dass sie passt. Ich habe alles, was ich nicht anprobiert habe, in XL gekauft oder 46. Ich hatte ja vorher 44. Da konnte ich ja nehmen und es hat gepasst. Jetzt momentan ist so, nimmst du 44, passt, aber sieht aus wie so eine Presswurst. Ne? Ja, muss nicht sein. Deswegen lieber eine Nummer größer. Ist alles gut. Die hätte auch 14,99 € gekostet. Dafür habe ich jetzt 2,50 € bezahlt. Nimmt man sie mit. Dann habe ich noch ein Kleid in dieser Trendfarbe, habe ich gerade in den Nachrichten gehört. Es ist eine Trendfarbe, Orange. Also es ist so ein dunkles Orange. Es ist kein helles Orange, so wo man denkt, bist du eine Ampel oder so? Nein, das ist ein dunkles Orange und das hat hier so ein Gürtel, was man dann zumachen kann. Es ist auch eher ein bisschen schicker. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das anziehen soll, aber ich liebe halt eben Kleider und ich habe eine Kleiderstange, die platzt, obwohl ich sie schon mal aussortiert habe, aber sie platzt einfach, weil ich nehme alle Kleider mit, die schön sind. Gerade bei C&A sind immer schöne Kleider dabei. Und wenn die dennoch reduziert sind für ein paar Euro, dann kann Angelina einfach nicht nein sagen. So, das ist hier so ein Kleid. So ein etwas, ja, schickeres halt, ne? Also, wenn man einkaufen geht, braucht man das nicht anziehen, aber vielleicht machen die Restaurants ja bald wieder auf und ich werde mal zum Essen eingeladen oder so. Oder ich lade zum Essen ein. Tanzen gehen kann man ja auch nicht. Ich vermisse es tierisch. Ich habe für dieses Kleid, ich kann kurz gucken, 19 Euro. Wo bist du? 6 Euro bezahlt. Sagt man nicht nein, ne? Und wenn dann auch wieder die ganzen Diskotheken aufhaben, also ich gehe nicht richtig in eine Disco, ich gehe eher tanzen halt, also richtig tanzen, ne? Ja. Dann kann man das anziehen. Genauso wie dieses Kleid ist es. Ich habe sowas schon Monate gesucht oder Jahre, wenn nicht sogar schon. Und C&A hatte das jetzt natürlich. Und ich denke mal, dass die das alles zum Herbst, Winter hin reinbekommen haben. Dann natürlich alles zugegangen ist. Und jetzt reduzieren sie die ganze Ware, weil da war alles voll mit diesen Kleidern. Und ist natürlich schön für mich. Denn dieses Kleid hätte 25 € gekostet normal.
Ich habe jetzt 4,50 € bezahlt. Und das ist hier so ein Kleid, ne? Das glitzert, seht ihr das? Das hat hier so eine Ärmel, es ist transparent, aber es hat darunter ein schwarzes Kleid. Also ein Unterkleid. So sieht das aus. Ich finde das richtig schön. Da kam einmal das mit und noch mehr Kleider. Ah. Tut mir leid, wenn es wackelt. Es liegt hier alles verteilt auf dem Boden. So, das hätte auch 25 € gekostet. Schreiben wir mal auf. Auch für 4,50 €. Ja, das ist dann so ein altrosa Kleid. Ach, ihr seht das ganz gut. Das Licht ist hier besser als im Wohnzimmer. Ja, das ist auch so ein Kleid. Also genau das gleiche, nur halt eben so. Oh, richtig toll. Ich freue mich da richtig drüber. Ich werde die heute Abend noch waschen. Ja, und kann ich sie bald anziehen? Ich bin so glücklich. So, dann habe ich eine Bluse noch gefunden, wo wir denn da an der Kasse standen. Die hat 1,50 € nur noch gekostet von 15 €. Mega günstig. Das ist so ein. Ach, ihr seht die Farbe. Auch so eine längere Bluse. Richtig toll. Und dann halt eben mit diesen Stoffhosen. Ich finde das richtig schön. Dann habe ich mir noch so ein Strick. So ein Wollkleid eher. Das hat mir sogar in Größe L gepasst. Ich habe aber lieber XL genommen. Sicher, sicher. Ne? So. Das ist einfach so ein beiges Kleidchen. Und dann durften mit Handschuhe, weil die waren für 90 Cent hier einmal so drei Paar und einmal zwei Paar. Die hätten 5 € gekostet und die hätten auch 5 € gekostet. Also auch nicht viel, aber für 90 Cent mit. Das ist da nicht mal. Dann gab es noch Strumpfhosen für 1,50 €. Ja, 1,50 € von 10 €. Drei Stück für 1,50 €, ne? Das ist jetzt Größe, ja, das ist eine Nummer größer, zwei Nummern größer. Eine Nummer größer. Aber für nächsten Winter. Und Strumpfhosen, die kann er auch noch in 2 Jahren anziehen, weil die dehnen sich ja, ne? Und nächstes Jahr gibt es ja so wie, oder nächstes Jahr, nächsten Winter gibt es ja sowieso wieder diese 70%. Ja, kann man immer kaufen. So, der große ist ein der große, der kleine ist ein riesen Marvel-Fan. Das ist so ein richtiger Junge. Spider-Man, Superhelden, das ist seine Welt. Bagger, Trecker und so weiter. Ja. Und da habe ich die gesehen und habe gedacht, na, er hat zwar unglaublich viele Klamotten, vor allen Dingen Pullover, aber ich habe gedacht, nein, das kaufst du ihm, weil die haben 1,50 € gekostet. Ich weiß gar nicht, welche Kette jetzt hier ist. Hier ist ja. 2,50 € haben die gekostet. Von 13 € reduziert. Na, da habe ich gesagt, nee. Das musst du dem Kleinen mitnehmen. So, dann kommt hier so ein LKW. Da war denn, die hätten 9,99 € gekostet, die waren jetzt auf 2,50 €. Nee, auf 1,50 € reduziert. Genau, 1,50 € für drei Pullover. Da gab es denn hier noch das Feuerwehrauto. Die waren alle zusammen. Und diese, ja, LKWs. Bauwagen. Genau. Dann gab es eine Hose, die ist noch ein bisschen groß, aber für nächsten Winter sollte die passen. 110 ist das, er hat jetzt 104. Von 13 €. Das ist unsere Heizung. Die hat manchmal so komische Geräusche. Von 13 € war sie jetzt auf 2,10 € reduziert. Ich freue mich so, ich bin so überglücklich. Auch wenn der Laden brechend voll war, genauso wie Action. Also ich glaube, im Action waren mehr Leute drin, als durften.
Denn Action ist ja vollgestellt. Also es mag ja sein, dass der Laden groß ist, aber man hat ja so in den Gängen hat man ja 2 Meter oder so bis zum nächsten Regal. Also nicht viel. Und ist ja vollgestellt ohne Ende da. Ja, und wenn dann da so viele Menschen drin sind, dann. Also es war, also du bist in manche Gänge gar nicht reingekommen, was unglaublich voll war. Genauso wie bei C&A eigentlich auch. Also die Kinderabteilung, die war voll mit Menschen, vor allen Dingen die Jungsabteilung, die ist ja sehr, sehr klein bei uns. Also C&A geht über 4 Etagen, aber Jungs ist nur so eine kleine Ecke. Es ist ja irgendwie immer so. Und die Mädchen haben unglaublich viel Platz. Egal, alle waren bei den Jungs, weil da auch die Kassen sind. Es war tierisch voll. Und dann kommt immer eine Verkäuferin und sagt, bitte Abstand halten, 2 Meter, 1,50, bla bla bla. Und ich denke mir dann so, wie willst du das denn machen? Dann müssen sie in jeder Etage auch noch Verkäufer haben, die dann sagen, so nur 5 Leute dürfen hier hoch oder so. Und die anderen müssen dann warten, was weiß ich. Aber wenn man in einer kleinen Abteilung dann auch noch eine Kasse hat, und da irgendwie 30 Menschen sind, kann man keinen Abstand halten, ne? Naja, so, das waren die Dinger hier für 9,99 Euro. Ja, die haben 1,50 Euro. Ich habe die zweimal gekauft? Ach, für den Großen auch. Okay. Also für den Großen gab es die dann auch nochmal. Habe ich gar nicht in Erinnerung. So, dann gibt es eine Jacke für den Kleinen für den nächsten Winter. Ich fand die voll schön. Mit dem Farbverlauf richtig toll. Die hätte 40 Euro gekostet. Wenn man sich die Preise so anguckt, ich habe nur 82 Euro für alles bezahlt, ist echt heftig. Ja, 4,50 Euro für die Jacke. Richtig toll und die ist richtig dick und mega. Mega cool. So. Dann haben wir, das ist Fortnite. Ich kenne Fortnite gar nicht. Ist irgendwie so ein Computerspiel oder so, ne? Oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Das ist eine Pizza und eine Tomate und so. Oder ein Kürbis? Keine Ahnung. Kennt sich damit jemand aus? Ich nicht. Mein Sohn fand die cool. Er sagte, es war irgendwie was für Halloween oder so. Deswegen Kürbis. Aber es ist doch kein Kürbis. Naja, ist auch egal. So. Pizza steht hier. Pizza. 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 Hier auch. Nee, Pizza-Team. Ja, was weiß ich. Er wollte ihn haben. Der hätte 18 Euro gekostet. 18 Euro. Und ich habe 2,50 Euro. Für Fortnite, was auch immer das ist. So, dann gibt es hier noch mehr Pullover. Wie gesagt, das ist alles 2, 3 Nummern größer, aber das macht gar nichts. Das ist hier so ein Pullover. Und dieser war dabei. Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Keine Ahnung. 10 Euro für 1,50 Euro jetzt. So, die Tüte ist leer. Wir haben es gleich geschafft. Kommen noch die Sachen hier. Und zwar habe ich das Teil schon als T-Shirt und in Schwarz. Das hier, aber das ist jetzt halt eben ein Pullover. Und ja, hat auch wieder ein Untertop. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es dabei ist, aber dieses Anziehen von diesen Dingern ist katastrophal. Also bei dem Kleid, bei dem einen, da habe ich, glaube, 5 Minuten hat es gebraucht, bis ich dieses Kleid an hatte. Das hätte 30 Euro gekostet. 30 Euro. Ich habe 4,50 Euro bezahlt. Schnäppchen. Ich bin so mega glücklich.
So, wieder so ein Teil, was ich nie anprobiert habe, sondern einfach reingeschmissen habe für 2,50 € von 18 Euro. So, einfach so eine Drüberziehjacke habe ich ja noch nicht. Habe ich nicht. Aber für 2,50 € nimmt man das mit. Einfach so eine schwarze, längere Jacke. Mitgenommen. Und eine schwarze Bluse, die ich auch nie anprobiert habe. Ist das richtig rum? Ja. Also bei den nicht anprobierten Sachen habe ich Größe XL oder 46 genommen. Ist ja, glaube ich, das gleiche. Wieder so ein schwarzes Teil für 15 Euro. Ich habe 1,15 € bezahlt. Ja, so, das sind die Sachen. Soll ich euch den Berg mal zeigen? Ich gehe hier mal aus dieser Dings raus. Seht ihr diesen Berg? So, und dann waren wir ja noch bei Deichmann, weil mein Sohn braucht auch Schuhe. Ich habe ja online keine Schuhe gefunden für ihn. Aber im Geschäft. Und ja, wir könnten schon langsam Schuhe tauschen, wenn er Mädchen wäre. Denn er ist noch keine 8, fast, und trägt Schuhgröße 37. Ich habe Schuhe in 38 und 39. Wenn das so weitergeht, dann ist er wie mein Bruder, der hat Größe 52, glaube ich. Bitte nicht. So, die Schuhe, die haben 24 Euro oder so gekostet. Und dann gab es noch diese Schuhe, die mochte er natürlich nicht, weil man muss eine Schleife machen. Schleife ist ja doof. Von Nike. Die hätten 60, ich habe das leider nicht hier, 60 Euro oder 70 Euro. Zwischen 60 und 70 Euro hätten die gekostet und ich habe unter 14 Euro bezahlt. Ich glaube 13,45 oder 49, irgendwie so, für diese Schuhe. Und deswegen habe ich gesagt, ist mir egal, ob du es magst oder nicht. Wir nehmen sie mit. Da muss er halt eben eine Schleife machen. Ist dann so. Aber für den Preis, und das sind richtige Schuhe. Die anderen sind, glaube ich, auch richtige Schuhe. Ja. Aber da hatten sie eigentlich, ich habe gefragt, 36 war unten bei der Kinderabteilung, gab es nicht so viele, wenn dann eher für Mädchen. Und dann sagt sie, nee, oben bei den Herren, fängt ab 36 an. Hat sie mir die Ecke gezeigt und ich denke mir so, ja, schön, aber das sind alles Turnschuhe für eine Halle und nicht für draußen zum Laufen, ne? Das waren die einzigen Paare, also da waren vielleicht noch drei, vier andere, aber alles andere war für drinne. Und also Schuhe ist ganz schlimm, finde ich, für Jungs. Naja, also für mit größeren Füßen. Ich finde die schön. Vor allen Dingen, weil die 75% reduziert waren. So, die haue ich jetzt nicht mit in diese Rechnung hier rein, sondern nur die Klamotten. Ich rechne das jetzt aus, was es gekostet hätte. Und dann sage ich euch das gleich. Leute, ich habe es ausgerechnet. Ich hätte nie im Leben so viel Geld ausgegeben. Also, die hätten einen Wert, wenn ich alles jetzt zusammenrechne mit den zwei Hosen von Woolworths und von Anstings Family, die Jacke. Dann wäre es regulär 629,70 €. Bezahlt habe ich aber nur 106,28 €. Sind jetzt nicht 75%, oder? Nein. Wegen der Jacke, glaube ich, ne? Nee, Quatsch. Alles gut, alles gut. So, also 629,70 € hätte ich bezahlen müssen, habe aber 106,28 € bezahlt. Für Klamotten? Für das ganze Jahr, für 2 Jahre oder so. Das ist unglaublich. Für 4 Jacken alleine schon. Für 4 Jacken,
die schon mehr als unglaublich. Ich bin mega happy und am liebsten würde ich noch mal dahin, so aber ohne Kind und dann so in Ruhe. Ja, das wäre schon mega, mega cool, aber nee, es reicht. Es reicht. Ich habe jetzt Klamotten, einen Riesenberg, den muss ich erstmal durchwaschen und also Fahrt zur C&A war das reduziert, gilt das glaube ich nur noch bis 10.04. Also das heißt nur, es ist noch ein Monat, aber ich weiß ja nicht, ob bei euch offen ist. Hamburg ist ja zu. Vorpommern glaube ich auch. Egal. Wenn bei euch offen ist, dann fahrt hin, weil wer weiß, wie lange das alles aufhat, ne? Ja. Vielleicht schließen sie in 2 Wochen auch wieder. Egal. So, ich bin mega happy und lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und es gibt dann noch ein Schnäppchen-Haul von DM, wo ich sogar Plus gemacht habe. Also ich habe rein gar nichts bezahlt, habe sogar noch Geld wiederbekommen. Und wie ich das gemacht habe, erzähle ich euch dann im nächsten Video. Jetzt so langsam bin ich richtig im Schnäppchenmodus. Richtig. Ja. So. Wir sehen uns. Tschüss.